Ich grüße euch aus der Backstube der Hof Bergmann. Wieder mal. Wer hätte das gedacht, ne? Aber das gehört halt mit dazu. Ja, ich bin heute wieder etwas spät dran. Ich weiß. Aber es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Na, nun komm doch hier. Also ehrlich. Ist ja schlimm. So. Hier so ein bisschen. Ein Bettchen. Brot wegpacken, jawohl. Na, da oben rein. Ich komme mir so klein vor heute. Kann das angehen? Bin ich so niedrig? Bin ich geschrumpft? Wer hat mich geschrumpft? Ich weiß es nicht. Ich weiß. Guck mal, ist meine Holzkohle jetzt auch weg? Merkwürdig. Hier geschehen merkwürdige Dinge, muss ich schon sagen. Oh oh. So, dann tun wir den heute rein. So. Das sollte doch eigentlich reichen. Wieso habe ich hier keine Hefe mehr liegen? Was soll der Quatsch? So. Wunderbar. Na. Ja. Einschalten, weglaufen. Weil diesen Lärm kannst du ja nicht am Kopf haben. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier den Rest auch noch eben da reinkriege, damit wir den Hof frei haben. Das wäre mir persönlich sehr lieb. Holla! Nicht den Zaun kaputt machen. Oder? Ist das ja auch weg? Wunderbar. Stellen wir erstmal hier rein. So, jetzt muss ich erstmal schauen, mich mal wieder orientieren. Das haben wir alles abgeschlossen, ne? Holz für den Fassmacher. Ähä. Ja gut. Ja, das haben wir alles fertig, was ich da gemacht habe. Wieder hierhin, wieder dahin. Das ist alles reif. Und die Sonnenblumen. Dann machen wir jetzt die Sonnenblumen weg. Na, raus hier. Bitte? Was? Was macht ihr für einen Krach hier? Hallo? Ach so, genau. Da müssen wir zuerst nachgucken. Falsch. Ziegen brauchen Wasser.
und Grassilage. Und nicht mehr Magenkneifen. Ach, das ist zum Verrücktwerden im Moment. Die brauchen auch Wasser. Schweine sind gut. Oben am Hof, die brauchen Stroh. Enten brauchen wieder alles, das ist klar. Und die Jungbullen sind auch zufrieden. Okay. Dann werden wir anfangen. Ne, wir nehmen den. Pim. Was macht er denn jetzt wieder für zu das Fenster? So. Gut, muss ich die mal hier entstellen, damit ich nicht durcheinander komme. So, dann wollen wir mal gucken. Zuerst mal die Schorfe. Die Sonnenblumen sind weg, wa? Hat er ja schon fertig. Muss ich noch düngen und dann Dings pflügen. Haben wir auch wieder lustig ein zusammen hier. Düngen, pflügen, säen. Irgendwie in der Reihenfolge. Da hinten noch eine Grassilage? Nein. Okay. Nein, so. Donkey. Donkey, donkey. Dahin? Nee, dahin. Nein, dahin. So. Ist es denn wahr? Er vernatzt mich wieder hier. Du sollst da bleiben. Na pass auf, das machen wir jetzt anders. Ich lasse mich ja ungern vernatzen. Ja. So, Dille. Siehst du, so machen wir das. So muss das sein. Den legen wir mal auch noch ein bisschen. So, fein. Jetzt können wir das wieder ausmachen. Jawohl. Wie sieht es hier aus? Der ist okay. Voll.
Oh. Was? Der noch nicht, ne? So, haben wir das auch. Ah, jetzt mache ich das so, da brauche ich nicht so viel mit der Kamera wackeln. Macht Sinn, ne? Ja. Handbremse lösen, Rückwärtsgang und Vorwärtsgang und ab dafür. So, hier, der braucht auch Wasser. Das war klar. Hier bleiben. So. Ich glaube, das war's hier hinten, ne? Noch mal gucken. Schafe, okay. Kuhweide, okay. Abwehrgeschoss, okay. Kuhweide da. Stroh ist so klar. Schweinestall, ja, die Hühner. Alles klar. Dann machen wir jetzt oben noch Stroh. War ein bisschen hastig. Habe ich hier überhaupt noch was? Fiete, sprach Fiete, muss ich doch noch mal runterfahren. Na, hier ist nichts mehr. Das ist ja dumm. So. Zwei Stück nehmen wir mit. Da. Ah, was bin ich blöde. Entschuldigung, muss ich mal so sagen. Habe ich mir die doch tatsächlich da reingeschoben. Was haben wir denn jetzt wieder für ein Problem? Ja, ne? Ohne Worte. Sag ich jetzt mal so. Ohne Worte. Ich bin halt ein Schussel. Kann man ja nicht anders sagen. So, wir machen das nämlich jetzt mal ganz... fast professionell, hätte ich bald gesagt. Autsch! Das ist auch so eine Technik. Immer kriege ich das olle Tor vors zarte, zierliche Näschen. Das ist nicht schön.
Oh, Kuh am Spieß. Nix gut. So, bringen wir den mal zur Seite, zur Weg und hast du nicht gesehen? Okay. Das war dieser. Jetzt müssen wir bei die Hühners bei. Wo habe ich denn den hier hinten noch stehen? Erstmal brauchen die Hühnersfutter. Das ist ja schon mal Chlor. Ja, auch mit der Schubkarre kann man in Innensicht fahren. Oh, hier müssen wir auch misten. Guck es an, guck es an. So. Ja, ist ja gut. Mein Gott, ein Geschnatter und Gezeter. Ist ja wie im Hühnerstall da. Schlimm. Leute, ich mache die Hühner hier mal eben fertig. Sollen wir Brathähnchen von machen? Ne, habt ihr ja alles schon gesehen hier. Ich mache das jetzt hier mal ohne euch weiter. Einfach so. Ja, ich habe ja schon wieder 17 Minuten, sonst wird das Geschrei hier wieder, ist zu lang. Man kennt es ja. Will jetzt ja auch keinem zu nahe treten. Nein, ist ja alles gut, wie es ist. Ja, also. Ist ja nicht viel passiert dieses Mal, aber alles Sachen, die sein müssen, dann ist ja nichts. Oh. Guck mal, hier Futtersack muss ich auch noch einholen. Also, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Und dann sage ich erstmal Tschüssikowski.